Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist hier die Schönste im ganzen Land? Beim Anblick der majestätischen Eleganz von Maxima der Niederlande und Mathilde von Belgien ist diese Frage kaum zu beantworten. Die beiden Royal Fashion Queens liefern sich zum Auftakt des dreitägigen Staatsbesuchs des niederländischen Königspaares in Belgien ein Styling-Duell. Am 20. Juni 2023 werden Königin Maxima und König Willem-Alexander am Königlichen Palast Place de Palais in Brüssel von Königin Mathilde und König Philipp herzlich empfangen. Die royale Ankunft wird begleitet von einer Willkommenszeremonie des belgischen Militärs und unzähligen jubelnden Fans. Königin Maxima debütiert bei ihrem Auftakt zum Staatsbesuch einen Zweiteiler in Beige des belgischen Couture-Designers Maison Nathan. Mit einem typisch extravaganten Sonnenhut verleiht sie ihrem Look den royalen Touch. Königin Mathilde strahlt in einem roten Couture-Kleid von Claes Iversen mit der niederländischen Königin um die Wette. Beim abendlichen Staatsbankett auf Schloss Laeken geht das royale Styling-Duell in die zweite Runde. Es wird majestätisch. Maxima trägt eine elegante Couture-Robe des niederländischen Designers Jan Tamignau. Nicht weniger bezaubert die belgische Königin in einem Traumkleid von Giorgio Armani. Das Highlight der Looks ist der kostbare Schmuck der royalen Damen. Maxima krönt ihren Look mit der eindrucksvollen Stuart-Tiara, die mit dem 40 Karat schweren Stuart-Diamanten zu den kostbarsten Schmuckstücken der niederländischen Königsfamilie zählt. Auf Mathildes Haupt glänzt die historische 9-Provinzen-Tiara mit 9 Diamanten, die für die 9 ehemaligen Provinzen von Belgien stehen. Das Collier der 50-Jährigen ist die spezielle Wolfers-Tiara, die sich sowohl als Tiara als auch als Halskette tragen lässt. Das Schmuckstück war 1960 ein Hochzeitsgeschenk für die verstorbene Königin Fabiola. Zum Ende des Abends genießen die Königspaare Kaffee und Kuchen im Wintergarten des Schlosses. Wer das Styling-Duell gewinnt, bleibt jedem selbst überlassen. Doch mit ihren eleganten Couture-Kleidern und einzigartigen Schmuckstücken legen beide Königinnen wieder einmal einen unvergesslichen royalen Auftritt hin.